Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 4. April. Heute dabei Instagram, Spotify, Snapchat, Giphy und Apple. Beginnen tun wir mit Instagram und diejenigen unter euch, die eine Apple Watch haben, die werden sich wundern, denn es gibt keine zugehörige App mehr. Ja. Instagram hat die einfach mehr oder weniger auslaufen lassen und das liegt wohl damit zusammen, dass Apple jetzt nur noch Apple Watch Apps akzeptiert, die das Watch OS 2 SDK benutzen und das tut Instagram halt nicht und da sind die auch gar nicht mal alleine, denn auch Twitter, Google, Amazon und Slack haben keine funktionierende Apple Watch App mehr. Die haben nämlich gemerkt, dass einfach vernünftige Notifications einfach funktionieren und man braucht keine App. Ja, so schaut es jetzt aus. Nächstes Thema, Spotify. Die sind seit heute an der Börse, beziehungsweise um genauer zu sein, an der New York Stock Exchange und die sind mit mehr oder weniger knapp 30 Milliarden US-Dollar bewertet. Hat auch ein bisschen gedauert, denn erst um 12.45 Uhr Eastern Time US-Zeit wurde die erste Aktie gehandelt, in Anführungsstrichen. Denn es war kein normaler Börsengang, wo die Firma einfach Aktien an die Börse bringt und die dort gekauft werden können. Nein, es wurden Transaktionen gemeldet, die stattgefunden haben und damit wurde entsprechend der Preis ermittelt. Das ist ein eher seltenes Verfahren, aber ja, Spotify hat es angewendet und damit sind sie jetzt auch börsennotiert. Mal gucken, was sie jetzt wirklich damit machen, ob sie damit Geld generieren können und sich gegen die Konkurrenz von Apple Music platzieren. Jemand, der auch an der Börse ist und der da ja auch schon einiges an eher schlechten Nachrichten bekommen hat, ist Snapchat. Und da haben wir gleich zwei Infos zu. Einmal die Info, dass Snap in Snapchat jetzt Gruppenvideo-Chats oder Calls, besser gesagt, für bis zu 16 Leute anbietet. Und wem das nicht genügt, für den gibt es dann sogar Gruppen Voice Calls, also ohne Video, für bis zu 32 Teilnehmern. Ganz einfach über das Videosymbol ist das auswählbar und dann kann man damit ja, in die Gruppe gehen und entsprechend Videochatten oder normal Voice Chatten. Wer es braucht, dem wird es vielleicht ganz hilfreich sein. Ansonsten gibt es ja auch genug andere Lösungen. Aber wie gesagt, wir bleiben bei Snapchat. Denn Giphy ist zurück. Der GIF-Dienst, mit dem Snapchat GIF-Sticker zur Verfügung gestellt hatte, der war ja entfernt worden, nachdem es ein rassistisches GIF gab, was beanstandet wurde. Danach hat auch Instagram das entfernt. Dort ist es aber Giphy, der Dienst, seit letzter Woche wieder dabei. Und jetzt auch bei Snapchat. Und Snap hat angeblich mit dem Team von Giphy zusammengearbeitet. Und entsprechend soll es da jetzt auch ein Moderationssystem geben, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Und die letzte Nachricht für heute. Bye-bye Intel, könnte man sagen. Denn Apple will angeblich ab 2020 eigene CPUs in Macs verbauen. Genau das, was sie mittlerweile ja schon seit ein paar Jahren in den iPhones und iPads machen. Einen eigenen Prozessor. So scheint es so, als ob sie wohl Intel verlassen möchten, entsprechend eigene Prozessoren entwickeln, die dann auch in die Macs reingehen, womit dann hinterher auch ein reibungsloser Übergang dazu wäre, dass es Universal Apps gibt, die auf iOS und macOS dann laufen. Das Ganze hat der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet und ja, warten wir mal ab, ob das wirklich so ist und wie viel Wahrheitsgehalt in dieser Nachricht steckt. Ja, und das war's auch schon für heute mit den News. Ich wünsche euch einen guten Start in den Mittwoch. Eventuell habt ihr ja immer noch Ferien, wie ich mal vermute bei vielen Schülern. Ansonsten, wenn ihr ins Berufsleben startet, dann habt ihr jetzt zumindest das Mitte der Woche erreicht und könnt euch mal langsam auf den Ausklang einrichten. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.